Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Wir waren ja noch dabei, jetzt hier irgendwie die Puppe zu retten, ne? Wo soll die denn sein? Da war da hinten. Was sagt denn der? Was sagt denn die Karte? Ach, hier ist die Burg. Daten, Aufgaben. Finde, zum Beispiel das, wo ist das jetzt? Da hingen wir. Da hatten der Weg zur Freiheit folgendem. Komm mal, Alter. Finde eine Rose. Ah ja. Ja. Ach hier, guck mal. Ich mache erstmal alles an, damit das hier funzt. So, jetzt müssen wir viele Ziele auf der Karte haben. Geht doch. Wir sind die Hingende. Ich sage, reißen wir das doch ab. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Diamond City. Ja. So. Gucken wir erstmal hier alle Räume ab. Gehen wir erstmal zum Piper rein. Man kann die Presse nicht aufhalten. Aha. Ach so, man kann so weiterblättern. Na gut. Das sehen wir jetzt nicht. Piper. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Ja, alles klar. Hör zu, ich wollte es nur gesagt haben. Du bist ein Bordbewohner. Du trägst zwar nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh, mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Ich hatte viel zu viel Spaß, Sachen in die Luft zu jagen, als dass ich mir darüber Gedanken gemacht hätte. Willst du es mir so schwer wie möglich machen, hä? Na gut, wenn das deine Antwort ist. Ich weiß ja bereits, dass du deinen Sohn Sean suchst. Glaubst du, das Institut steckt hinter seiner Entführung? Ein Mann hat schon entführt. Nicht irgendeine obskure Gruppe. Ich hoffe, das stimmt. Denn sollten sie darin verwickelt sein, wird alles noch schlimmer. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse.
Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Jo, und Piper hinzugefügt. Das ist doch was Schönes. Jetzt können wir mal durchgucken. Kochplatte, Schrank. Oh, oh. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ich habe Verwendung dafür. Keine Sorge, ich nehme mal. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Ja, du ich auch. Oh, hier die Spielzeugklamotten. Ja, ein Red Ray, sehr schön. Jörg. Was immer noch so schön ist. Man sieht den PC hier noch, guck mal. Ah. Ah. Ach, so viel zu lesen. Nee, 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 lass mal. Lass das mal. Aber wir räumen sie trotzdem aus. Ich nehme die Ladung natürlich mit. Das war's auch schon. Dann zurück nach Diamond City. Jetzt wäre ich auf den Dächer. Cool. Aber warum? Na gut. Ach, hier ist ein Peppers Büro. Nö. Da möchte ich hier doch nicht hin. Ich gehe dann hier den schnellen Weg. Zack. Wer hat wirklich die Macht in Diamond City? Das geht dich gar nichts an. Hey, Schlagholz, 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 Schlagholz! Das sind nicht einfach nur alte Holzstücke. Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück Hickory-Holz. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Handgefertigt, jeder einzelne von ihnen. Ach ja. Hier, da habe ich doch was für dich. Den Baseball kannst du haben. Und das war's auch schon. Schauen wir mal weiter, was wir noch so haben. Das ist das Büro von dem Typen. Nur bei uns. Wo schickt er mich denn jetzt überall hin? So, Karte. Achso, er schickt mich jetzt überall dahin. Triff Abbot bei der Mauer. Aber das war zuerst. Was rüber da mit dir? Hier wird nicht rumgegammelt. Weiß doch nicht, du Spinner. Kerl ist auch für euch da. Medikamente für jeden. Egal, was es ist. Komm bitte später. Dann lasst sie euch schneiden. Ihr werdet lest in der neuen Aufgabe. Ich denke mal, er wird hier oben irgendwo rumgammeln, oder? Ach so. Ach, die meinen wahrscheinlich die Nummer dann hier, wa? Sieht nicht schlecht aus. Sehr schön. Der Bürgermeister ist nicht bereit, über diesen Sündunfug zu sprechen. Ja. Solange du also keine Bau... Ich bin kein Bürgermeister. So, kann ich das hacken? Wie war denn das? Das letzte Mal. Irgendwie so, ne? Zugang verweigert. Oh. Ich verstehe das nicht. Ja, nicht. Abgeschlossen.
abgeschlossen. Wo ist denn dieser eine Typ hier? Wir werden uns ja mal umgucken kurz. Hier sollst du nichts mitnehmen. Und den Typen suchen. Der eine Typ wollte so ein Typ für ein Vieh haben, oder nicht? Hier, ich nehme das alles mal mit. Juckt doch eh keinen. Hier haben wir auch nichts weiter. Toll. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Mach ich doch gar nicht. Ah, hier aufzurufen. Sehr schön. Du, Ui. Ja, Log Meat. Boah, wie lange fährt dieser Fahrstuhl denn? Endlich. Das stimmt jetzt nicht. Ah, jetzt bin ich hier hinter dem Typen. Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Oh, na klar. Ist so schnell passiert, dass du jeglichen menschlichen Anstand vergessen hast. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man ehrlich sein soll? Naja, wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ach ja. So, wo soll der Typ denn sein? Geh ich doch mal rein hier? Verstehe ich jetzt nicht. So. Da ist drauf zu. Ja, das sieht gut. Alles klar, so. Die Public hat die Aufgabe, den Leuten die Augen zu öffnen. Auf ein neues. Er hier oder was? Muss was trinken. Coca-Cola. Ja, bitte. Oh, danke. Danke. Bitte. Freut er sich wenigstens. So, jetzt einmal hier hinten rum. Komm ich denn nach hinten? Das Zentrum des Handels in ganz Deutschland. Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Hier gibt's hochwertige Schlagzeilen. So, hier. Oh, hier ist er noch richtig. Die nehme ich doch hier mal, die ganzen Pflanzen hier. Gleich da wieder was. Pflanzen bei meinem Typ. Ach, da oben ist der Typ. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt habe ich ihn gesehen bei der Mauer. So. Ach, ihn hier. Nicht die Farbe anfassen. Keine Sorge, mache ich nicht. Gut so. Die Mauer hält die bösen Jungs draußen. Wäre also nett, wenn du sie nicht verschandelst. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Warum? Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Ich helfe gern. Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Na sicher. Keine Sorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Karte aktivisiert. Super.
Einheit. Und es gibt zwei Dinge, die diese Einheit gewährleisten. Ach, hier ist der Bürgermeister. Der große grüne Wächter hinter mir. Die Mauer. Unser Beschützer und Retter. Voll Schalke hier, oder was? So. Was? Baseball, was? Baseball-Base, ach so. Na gut, da würde ich sagen, können wir jetzt auch raus aus Diamond City. Und hier oben noch Feines. Und nischt wieder. Ah, der Schloss ist zu schwer. Mies die Kack. Oh, da bin ich voll verlaufen, oder was? So. Zack, zack. Rums, bums, die Tür ist zu. Ja, so, jetzt kommen wir nach draußen. Das ist aber ja alles erledigt in Diamond City. So. Pitboy-Karte. Würde ich sagen. Gehen wir erstmal nach hier oben. Markieren. So. Wo ist denn der Ort? Das ist da hinten, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir uns da hinbegeben können. So. Diamond City ist der beste Ort, an dem man leben kann. Wenn du das sagst. Dahin möchte ich hin. Das jetzt entdeckt oder nicht? Ach, hier da hinten lang. So. Jetzt hat er's. Jetzt haben wir's. Stöhnst du denn so? Junge. Oh, ich werde verjagt. Ah, und ich laufe doch falsch, ja? Ne, ich laufe richtig. Super. Sind da noch eine Diamond City Wache? Ja, sehr schön. Ich hoffe, denn bei dem Licht ist jetzt mal wieder was. Kann ich die ganze Zeit rumzulaufen, wo nichts ist? Nischt. Scheiß Gule, Alter. So. Hätten wir die Kackviecher. Na gut, so meine Freunde, an der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge zu Fallout 4. Tschüssen.